Hallo, ihr Schnubbis und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Equine Passion mit Vieh. Zuallererst zeige ich euch, glaube ich, mal so ein kurzes Halloween-Update. Ich weiß, Halloween ist schon echt lange her, ich will euch das aber trotzdem nicht vorenthalten. Für alle, die das Spiel vielleicht nicht spielen oder die da keine Möglichkeit hatten, an dem Tag online zu sein, würde ich euch das einfach mal so kurz zeigen und ein bisschen erklären, was es da so Schönes zu finden und zu sehen gab. Halloween! Ich muss ja sagen, da hat sich Jackie wohl wieder selber übertroffen. Ich kann mich zwar noch an das Halloween von letztem Jahr erinnern, aber ich glaube, das war nicht so detailliert. Ich weiß es nicht, ich müsste vielleicht einfach mal meine alte Folge rauskramen, wo das drin war. Aber ich finde das dieses Mal schon richtig, richtig gigantisch genial. Und das ist hier das Gruselhaus und die Kürbisse sind tatsächlich nicht alles, wobei ich mich vor den Kürbissen hier wirklich am Rand richtig grusel, weil ich finde, die sind unglaublich toll gemacht. Und habt ihr gesehen, dass es hier auch rechts und links am Bildrand Spinnennetze gibt? Ich grusel mich. Und ich will nicht wissen, wer auf dem Friedhof liegt. Ich hoffe nicht zu viele Pferdegeister, die uns jetzt dann heimsuchen. So. Ich habe auch noch gesehen, es gibt hier auch noch Gruselpferde. Ich habe eine neue Decke erhalten. Und irgendwie schaut der so ganz, ganz gruselig aus. Zurück zum Pferd. Hilfe! Was ist mit Lantana passiert? Sollen wir mal gucken, was das für eine Decke ist? Halloween-Decke Geist. Das ist ja noch gruseliger. Hilfe! Was ist denn bei Mila? Ist da auch eine Decke drin als Überraschung? Nö, die schaut einfach nur so aus. Okay. Dann gucken wir doch mal. Snowbeat sieht nämlich auch so aus. Ich muss schon sagen, eigentlich sieht sie knuffig aus, weil ich finde, die Shetties schauen ein bisschen lustig aus. Aber ich finde, die anderen Pferde schauen ganz schön aus. Ja, also ich habe hier so ein paar Decken gefunden und ich finde die schon sehr lustig. Aber ich bin jetzt ja mal gespannt, wie das auf der Demo aussieht. Da gucke ich jetzt, glaube ich, mal ganz kurz rein. Die Demo sieht normal aus. Die hat tatsächlich nichts irgendwie drin. Ich habe auch schon bei den Pferden reingeschaut. Die Demo ist da völlig normal und ohne irgendeine Möglichkeit, Halloween-Decken zu sammeln. Wäre natürlich schön gewesen, wenn die Demo auch ein bisschen mitgemacht hätte. Aber ich denke, das macht natürlich auch einen riesen Aufwand, das einzustellen. Und ich kann es verstehen, dass Natti und Jackie das nicht gemacht haben. Ich hätte mich aber gefreut, wenn es so gewesen wäre. In der Demo machen wir jetzt auch gleich weiter. Ja, als erstes, ihr werdet es vielleicht mitbekommen haben, ich habe in letzter Zeit dann doch ein bisschen vernachlässigt. Also einmal war ich auf der Konsumenta und habe es abends nicht mehr geschafft. Dann hatte mal wieder mein reelles Pferd, das kleine dicke Pony, mal wieder eine Kolik. Es ist manchmal echt so zum Kotzen. Ich krieg echt langsam die Krise, wie oft dieses Pferd kolikt. Und es hat manchmal nicht einmal wirklich Ursachen. Ich bin schockiert und es war wirklich die schlimmste Kolik, die ich mit ihr bisher im letzten Jahr überstanden habe. Wirklich schlimm. Und ich habe im Stall geschlafen. Ich bin völlig ein bisschen übermüdet. Gut, ich habe dann heute noch nachmittags geschlafen, aber ich komme jetzt gerade auch schon wieder aus dem Stall. Also manchmal denkt man sich schon, womit habe ich mir das angetan? Ich sitze hier übrigens noch in Reithose. Ich habe noch den Pferdeduft in der Nase. Und ich muss euch sagen, es ist eine
sehr reelle Kulisse für dieses Spiel. Ich glaube, das sollte ich öfters machen, um mich da so einzustimmen in dieses Spiel. Ist ja nicht so, dass ich nicht heute schon Boxen gemistet hätte und dass ich nicht heute schon geritten wäre und dass ich nicht heute schon Pferde versorgt hätte. Und ja, machen wir mal hier weiter. Gott sei Dank geht das hier im Spiel ein bisschen einfacher. Es gibt hier tatsächlich so ein paar Dinge zu sehen. Einmal gibt es ein paar Pferde, die uns verlassen werden. Flower und so. Also was heißt und so? Hier werden wir sie verkaufen, die Kleine. Angebot annehmen. Dann haben wir, glaube ich, Brownie noch, die verkauft wird. Schauen wir mal ganz kurz. Genau, die auch noch. Und dann auch noch Pinocchio. Ja, auch Pinocchio hat einen neuen Besitzer gefunden. Da bin ich auch wirklich sehr, sehr froh drüber, weil ich finde, der Kleine ist an sich echt toll. Aber ich kann ihn halt leider hier nicht gebrauchen. So. Oh, jetzt habe ich natürlich ein Problem. Jetzt muss ich gucken. Ich habe nämlich jemanden mit... Also ich habe mit jemandem geschrieben über Pinocchio und jetzt muss ich einfach mal schauen, wer das war, damit ich dann weiß, wem ich das Fohlen jetzt verkaufe. Normalerweise mache ich immer das erste Angebot, weil ich das sehr fair finde. In dem Fall ist es aber, wie gesagt, so, dass ich mit jemandem geschrieben habe und dass die mich eben gebeten hat, ihn wieder reinzustellen, weil sie Pinocchio unbedingt haben wollte. Und deswegen muss ich da nochmal ganz kurz danach gucken. In dem Fall war es sogar das Angebot von der Ersten, auch das, weswegen ich ihn nochmal reingestellt hatte, nämlich von Shettilov. Deswegen herzlichen Glückwunsch zu euren neuen Pferden. So. Jetzt war noch irgendwo ein Pferdchen, ich glaube, genau. Die Silver Moon steht noch drin für Leo und ansonsten haben wir uns dann schon wieder ganz schön dezimiert. Und ich muss euch sagen, ja, ein Tierschutzverein kann unter Umständen wirklich auch Geld bringen. Also ich habe jetzt 92.000 und jetzt habe ich schon wieder 30.000. 10 muss ich drauf lassen wegen etwas anderem. Das sage ich euch jetzt auch gleich. Dann verkaufen wir doch mal, machen wir doch mal das. So, und zwar, da muss ich jetzt auch nochmal nachgucken. Ich bin ja heute irgendwie etwas durchnächtig und noch verpeilter als sonst. Ich schau mal ganz kurz und dann zeige ich euch das nochmal schnell. Simbala hat mir nämlich angeboten, dass ich ihren Wallach kaufen könnte. Den Broom. Das ist ein deutsches Reitpony, ein schwarzer Wallach, also ein Rappe. An sich total gesund. Ja, Interieur, Exterieur. Ich sag mal, fast importiert. 5 Jahre und 6 Monate ist er alt. Fast austrainiert in Cross-Country. Und halt gar nicht mal so schlecht. Ne? 27, 26, 25, 25, 26. Ich glaube, er hat sogar schon Erfolge gewonnen. Genau, er hat sogar schon 8.600 Geld eingebracht. Jetzt kann man natürlich sagen, gerade habe ich euch meinen unglaublichen Kontostand gezeigt, mit dem ich gerade überhaupt nicht weiß, was ich anfangen soll. Könnte man natürlich sagen, warum kaufst du dir jetzt einen Wallach, der schon Turniererfolge gelaufen ist? Weil ich ein bisschen aussortieren möchte. Ich möchte gerne... Jetzt muss ich bloß gucken, welcher von beiden das ist. Ich glaube, Glaze würde ich behalten. Das sind ja unsere zwei Wallache, die wir schon als Fohlen vom TSV genommen haben, um sie zu trainieren. Jetzt sind sie austrainiert. Und
laufen auch schon Turniere, haben jetzt noch nicht so viel Erfahrung, haben eigentlich noch nicht wirklich was gebracht. Ja, ich hätte vorher vielleicht drauf gucken können. Sie haben hier nur 21, 21, 22 und mehr einfach nicht. Damit kann man jetzt bei TK3 nicht unbedingt mehr so viel reißen. Der Chocolate Brownie ist sogar meiner Meinung nach irgendwie auch nicht so dolle. Ja, also auch 23, 23, 21, 25, 27, halt irgendwie alles nicht so besonders. Ich würde die beiden jetzt eben auch verkaufen und dafür würde ich mir Broom anschaffen. Also mir würde dann sozusagen ein Turnierwallach reichen. Ich dachte mir, ich habe die jetzt trainiert, ich habe die jetzt aufgezogen. Die sind jetzt 4 Jahre, glaube ich, alt. 4,5 sogar schon. Vielleicht will ja jemand mit denen Turniere gehen, für den es eigentlich auch mit TK2 reicht. Weiß ich nicht, werde ich einfach mal gucken. Ich stelle die jetzt auf jeden Fall die nächsten Tage mal rein und werde sie verkaufen. Dann haben wir auch nochmal einen Platz mehr für eine TSV-Stute. So, genau, das ist so der Plan hier auf dem Demo-Account. Auf dem Haupt-Account, ja, haben wir schon so einiges zu tun. Erstmal sollten wir den Hufschmied rufen. Ich bin jetzt gerade echt ein bisschen zu faul, die rauszusuchen und die Wurmkuh selber geben. Ich mache das jetzt einfach mal so. Und dann haben wir unglaublich viele, die zum Hufschmied müssen. Der war übrigens heute in unserem Stall auch wieder da. Ich glaube, momentan würde ich es sehr begrüßen, wenn mein Pferd auch hinten mal ein bisschen Geld rausscheißt und nicht nur vorne reinfüttern. Kennt ihr dieses Märchen mit diesem Goldesel? Ich glaube, das war Tischlein deck dich. Sowas hätte ich gerade gerne, weil dieses Pony mir einfach die Haare vom Kopf frisst. Ja, es beschäftigt mich momentan wirklich sehr, dieses Pony, weil es irgendwie immer wieder was Neues hat. Ja, ich schweife wieder ab, aber ihr merkt, irgendwie ist das schon eine Sache, gerade nach der letzten Nacht, die ich wirklich nicht so ganz aus meinem Kopf kriege. Ihr könnt mir ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, ob ihr denn auch schon Erfahrungen mit Koliken gemacht habt, welche Pferderasse das war, um Reitbeteiligung, eigenes Pferd, Schulpferd, ist völlig egal, wie das bei euch ausgegangen ist. Oder ob ihr vielleicht auch irgendein Mittel kennt, was man dann schon geben kann, dass ich nicht jedes Mal den Tierarzt rufen muss, weil mein Pferd so halb verreckt. Ja, ich habe hier Lantana einfach noch den Geist drauf. Ich fand das ganz lustig, den noch ein bisschen drauf zu lassen. Es beschäftigt mich wirklich tatsächlich sehr. Es sind noch Turniere. Wir werden jetzt mal gucken, wie wir hier Turniere laufen und gehen. Momentan ist hier ja eher so, dass alle kugelrund und trächtig sind. Ja, Jampi, Pilz. So, da gehen wir mal auf Turnier. Der hat ja auch tatsächlich immer wieder was, wo er wirklich gewinnt. Aber er hat halt auch manchmal wieder schlechte Zeiten. Aber das darf er auch. Ich habe kein Desinfektionsspray mehr. Also auf in die Stadt zur Apotheke. Desinfektionsspray. Es reicht für die 10 Anwendungen. Dann reicht ja erstmal eine, zwei. Machen wir doch mal zwei. So, kaufen. Okay, Pferde. Pferde, wo war ich denn? War ich jetzt bei Mila? War Mila die mit der Schramme? Ja. So. Die ist auch trächtig bis zum geht nicht mehr. Können wir auch vergessen als Turnierpferd gerade. Snowbeat ist auch trächtig und hat noch schlechte Laune. Mensch, die sind aber auch alle doof, die Pferde heute. Haben die sich irgendwie anstecken lassen von Ria? Ich weiß es auch nicht. Also ich fand das total komisch. Ich die ganze Nacht hier rumgelaufen und immer wieder geguckt. Und um 6 Uhr stand sie in ihrer Box, war topfit, ne? Ich war völlig am Ende. Mein Pferd war dann wieder fit und wollte dann natürlich fressen. Ich hätte sie ja erwürgen, hätte ich sie können erwürgen, als sie mich da so frech angeguckt hat. Aber ich liebe sie auch. Man kann nicht ohne und man kann nicht mit. So, Ruby. Ach komm, mit Ruby machen wir mal wieder an einer Gelassenheitsprüfung teil. Nehmen wir da mal wieder teil. Einfach, dass sie schon ein bisschen so Turnierluft schnuppert. Ich bin momentan, wenn wir Turniere laufen, zeitlich völligst überfordert hier.
wie man vielleicht so leicht erkennen kann. Und muss dann tatsächlich auch immer noch meinen sehr verehrten Ehegatten, so wir waren bei Thunder, den Sebastian muss ich dann auch noch mit einspannen, weil irgendwie schaffe ich das sonst nicht. So, Champipilz. Ich glaube, das ist jetzt auch das einzige Pferd, mit dem ich auf Turnier gehen kann mit ihm. So. Okay, perfekt. Dann Thunder, genau. Ich weiß noch nicht jetzt, wie und wo und was, ob ich jetzt... also Thunder behalte ich ja auf jeden Fall, weil ich ihn einfach super schön finde von den Zeichen her. Komm, wir machen da auch mal kurz bei einer Prüfung mit, dass du auch ein bisschen was gewinnst. Und Dreamy stelle ich jetzt dann rein zum Verkauf. Und dann werden wir mal sehen, was wir da bekommen dafür. Ja, also falls jemand sie haben möchte, gerne einfach anschreiben. Dann kann ich das gerne mal machen. So, jetzt muss ich mich aber noch um die Fohlen hier kümmern, die Auftragsfohlen. Die darf ich auf keinen Fall verpassen. Wir kriegen übrigens schon wieder ein Kind und wenn das jetzt schon wieder ein Mädchen wird, dann flipp ich aus. Drückt also die Daumen, ich will hier kein Mädchen mehr haben. Genau, ich mache jetzt noch ganz schnell die Auftragsfohlen durch. Die verändern sich momentan nicht wirklich, also manche kommen dazu, manche gehen wieder, aber an sich bleibt die Anzahl relativ ähnlich. Auch was wir davon verdienen, bleibt relativ gleich. Und unser Kontostand ist momentan auch nicht unbedingt sehr spektakulär. Also wir haben jetzt 46.000, das heißt, dass wir jetzt dann die Führanlage bauen. Und da bin ich schon sehr aufgeregt, was die Führanlage angeht. Das werden wir aber in der nächsten Folge machen, denn wenn ich jetzt dann die Fohlen gemacht habe, muss ich euch noch ganz, ganz fix was im Shetty-Account zeigen. Natürlich haben wir jetzt hier auch erstmal was zu tun. Es sind auch Wurmkuren. Ich, wie gesagt, habe jetzt irgendwie nicht so den Nerv gerade, das selber zu machen. Ich vergesse es nämlich meistens dann. Wir haben jetzt inzwischen 1900 Stallmiete, ich muss da auch mal gucken, irgendwas passt da nicht. Haben jetzt gerade mal noch 6000 übrig und so ein bisschen was. Ich habe nämlich geshoppt ohne Ende. Ich habe geshoppt, 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 geshoppt. Ich habe euch ja so ein bisschen was schon gezeigt, was es so an neuen Pferdchen gibt. Jetzt gibt es aber noch mehr. Ja, es gibt noch mehr. Ich werde sie euch vielleicht trotzdem noch mal kurz vorstellen, weil ich jetzt nicht weiß, wen ich euch jetzt schon gezeigt habe und wen nicht. Also, erstens hier, hallo, Broken Wings. Broken Wings ist ein Red Dun mit Splashed White Checkung. Ja, lasst euch mal das auf der Zunge zergehen, was das für ein tolles Ding ist, ne? Der Rücken ist auch gut, er ist ein importiertes Pferdchen. Der steht im Hauptstall für 200, das ist okay. Ja, er hat so ein bisschen zu viel Temperament, ist ein bisschen wenig ausgeglichen. Ja, jetzt nicht überragend, aber auch nicht schlecht. Der hat die Körung nicht bestanden. Warum ich ihn jetzt trotzdem gekauft habe, sag ich ganz ehrlich, ist tatsächlich einfach hier. Er vererbt das Dungehen auf jeden Fall. Und ich hoffe halt einfach, dass ich da eine passende Stute für ihn finde, beziehungsweise einfach vielleicht, dass es eine passende Stute gibt, dass er in der Zuchtgemeinschaft genutzt werden kann. Und ich hoffe da eher so auf die erste Generation von seinen Nachkommen, als dass ich jetzt ein Leben lang auf ihn setzen werde. Ja, aber ich wollte ihn definitiv wegen dem Dungehen. Und weil ich mir eben auch gedacht habe, Mensch, mit Splashed White Checkung, ey, da kannst du nicht Nein sagen. So viel hat er jetzt auch nicht gekostet. So, als nächstes habe ich den Franz. Er ist ja auch ein Hengst. Der Hals ist auch wieder gut. Ist jetzt so, ja, hier hat er dreimal überdurchschnittlich. Hat aber auch hier ein bisschen etwas wenig.
ist so durchschnittlich, ist jetzt schon die nächste Generation und nicht die erste. Ist ein Brauner, ja, was soll man noch zu ihm sagen? Er ist tatsächlich nur ein Brauner, ist jetzt fast 3 Jahre alt. Er ist aber mit 5,1 gekürt und hat ein sage und schreibe geiles Exterieur von 7,2 und auch ein echt gutes Interieur. Den habe ich mir gekauft, man glaubt es kaum, nicht wegen der Farbe, sondern einfach wegen seinem Innen- und Exterieur. Ja, also einfach so, ich habe mir gedacht, ich mache hier so mal eine bunte Mischung, mal ein bisschen Farbe, mal ein bisschen gutes Innen- und Exterieur dabei. Dann haben wir hier Stitched Up. Die kennen wir ja schon, jetzt muss ich bloß mal gucken. Der Franz steht im Hauptteil. So, genau, der steht auch da. Ich hätte sie aber vielleicht noch mal kurz trainieren sollen. Das muss ich jetzt mal ganz schnell machen, weil ich will die ja nicht rumstehen lassen. Ich bin aber, das zeige ich jetzt trotzdem mal, ich bin leider noch zu unerfahren für dieses Pferd und konnte ihm nichts beibringen. Ich arbeite daran. Ja, also ich werde hier schon dran arbeiten, aber solange muss er leider ein bisschen untrainiert bleiben. Tut mir ja sehr leid, tut mir sehr sorry, ist halt so. Die Stitched Up ist soweit eigentlich schon fertig. So, dann haben wir so einen ganz, ganz, ganz frechen kleinen Kerl, der auch noch miese Laune hat. Das passt ja im Endeffekt wieder super. Der steht auch in 200. Okay, also Frechdachs ist ein braunes Turbiano-Fohlen. 10 Monate alt jetzt da. Ist übrigens aus der alten Zuchtgemeinschaft entstanden, die wir jetzt zwar noch haben, aber die wir bald nicht mehr haben werden. Genau, also Frechdachs ist eine Paarung aus der Zuchtgemeinschaft von Franzi aus Jana. Und der Kleine ist an sich jetzt unspektakulär, aber er hat immerhin eine Fohlenprämierung von 4,0 mit einem Exterieur von 5,9. Ich glaube schon, dass er Potenzial hat. Ich werde ihn jetzt auch noch mal kurz die Farbgene testen, damit wir da safe sind. Ist ja auch ein kleiner Hengst und wie gesagt, ich habe da schon die Hoffnung, dass er Potenzial hat. Dann haben wir noch einen kleinen Hengst. Ich bin hier ja völlig auf der Shoppingtour gelandet, als ich reingeschrieben habe, was ich denn gerne, dass ich gerne einen haben wollen würde. Und aus einem wurden unglaublich viele. Ich war wirklich sehr schockiert über meinen eigenen Shopping-Wahn. So, Training sind wir durch. Also, James ist ein Hengst und zwar ein Buckskin-Turbiano. Also den habe ich auch hauptsächlich wegen der Farbe gekauft. Ist jetzt zwar hier auch überdurchschnittlich dreimal, ist aber auch etwas wenig temperamentvoll. Also durchwachsen. Der Rücken ist auch wieder gut. Irgendwie habe ich es irgendwie mit dem Rücken hingekriegt. Ist von Jannis aus Fiona. Ja, was soll man dazu noch sagen? Also an sich ein süßes kleines Fohlen, 10 Monate alt und auch Fohlen prämiert mit einer 4,3 und einem Exterieur von 5,9. Also meiner Meinung nach auch Potenzial. Hier das Cream-Gen ist schon drin. Dann lass uns doch mal noch den Rest hier gucken, was da noch dabei rauskommt. Genau, so an sich, wie gesagt, komplett alle erbkrankheitsfrei. Dann die Flower, die mache ich jetzt noch ganz schnell. Die kennen wir zwar schon. Ja, die ist kugelrund. Ein Chatty, das trächtig ist, schaut unglaublich süß aus. So, und dann derjenige, der dann nicht mehr geplant war, aber einfach, bei dem ich auch nicht Nein sagen konnte und der halt auch echt ganz schön reingehauen hat. Also der war richtig teuer, aber er ist sein Geld wert. Den werde ich jetzt erstmal hier fahren. So. Ich werde den wahrscheinlich auch nicht trainieren können, oder? Ich bin auch noch zu unerfahren dafür. Ja, dachte ich mir doch schon fast. Okay, dann eben nicht. Also King ist ein Sorrel Dapples Hengst.
4 Jahre, 7 Monate alt. Ein gutes Temperament, viel Ausstrahlung, überdurchschnittlich aufmerksam. Und auch einen guten Kopf. Diesmal ist es nicht der Rücken, der gut ist. Und die Beine sind jetzt auch nicht schlecht. Der ist importiert, aber wurde mit 4,6 prämiert oder gekürt. Exterieur 6,2, Interieur 6,3 und wie gesagt ein Deppels. Ein Deppels. Was soll ich dazu noch mehr sagen? Brauche ich eigentlich nichts mehr sagen, oder? Nee, glaube ich nicht. Der King. Der King hat übrigens auch schon ein Deppels Fohlen. Candy Pop. Das schaut unglaublich lustig aus. Ist auch ein Sorrel Deppels Wallach. Schade. Also mal ganz ehrlich, so ein Fohlen im Deppels-Look schaut doch unglaublich knuffig aus. Ja, deswegen ist er bei mir eingezogen und das hat jetzt echt Geld gekostet. Ich muss jetzt hier unbedingt schauen, dass ich mich trainiere, damit ich dann auch meine Hengste tatsächlich versorgen kann. Und ich muss schauen, dass ich hier Geld ranschaffe. Dafür hilft natürlich auch die Maya, auch wenn sie schwanger ist. Aber sie ist ja nur schwanger und nicht krank. Die kann auch ein bisschen helfen. Und wir brauchen unbedingt wieder Geld. Ich habe noch nicht einmal, ich habe ja immer so eine eiserne Reserve von 10.000, die ich gerne haben möchte. Nicht mal die habe ich behalten. Ja, also ich bin da echt. Moment, kann ich jetzt überhaupt so viel da reinstecken? Nee, ich habe 1750. Irgendeine Sache stimmt hier nicht. Gucken wir mal auf die Stallverträge. Ja, der King. Der King. Der ist es, der nicht stimmt. Den stallen wir natürlich auch noch um und am besten jetzt noch vor Monatsende, dass wir da noch Geld sparen. So, jetzt nochmal. Wie viel Ausgaben haben wir? Wie viel muss ich jetzt da drauf lassen? 1600. Okay, ja gut, dann müssen wir die tatsächlich da lassen. Ich dachte, ich krieg vielleicht meine fast 1000 wieder zusammen für meine eiserne Reserve, aber dann das nächste Mal. Bis dahin wünsche ich euch natürlich wieder alles, alles Liebe und ihr könnt einfach mal bei einem alten Projekt vorbeigucken oder einfach mal auch beim alten Video oder mich abonnieren, damit ich euch wieder nerven kann oder ein Like da lassen und. Tobt euch einfach aus. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder und bis dahin immer alles, 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 alles Liebe, eure Fi. Tschüss!